Hi, ich bin Sebastian und was soll ich euch sagen? Ihr kennt das, ihr seid viel unterwegs auf Geschäftsreise und eure sportliche tägliche Routine bleibt irgendwie gefühlt auf der Strecke. Das muss aber eigentlich überhaupt nicht sein, denn ihr könnt sogar auf eurem Hotelzimmer die ein oder andere Übung machen, die ich hier für euch vorbereitet habe und jetzt einfach mal zeige. Wir fangen an mit der ersten Übung und die hört auf den Namen einbeinige Kniebeugen. Die sind vor allem für die Region Beine und Po besonders wichtig und so wie es der Name schon sagt, das Ganze findet tatsächlich auf einem Bein statt. Das sorgt dann natürlich für ein bisschen Instabilität auf der einen, auf der anderen Seite erzeugt es am Ende des Tages aber mehr Stabilität. Und natürlich hört sich das Ganze wie immer komplizierter an, als es tatsächlich ist. Also gut zuhören. Wichtig ist, dass ihr immer einen geraden Rücken habt und dann wird ein Bein gehoben. Wir nehmen jetzt mal das linke Bein, das rechte Bein bleibt dementsprechend auf der Erde und nun habt ihr das linke angewinkelte Bein, also oben und geht mit der linken Hand zum rechten Knöchel nach unten und nicht vergessen, gerader Rücken. Und um das Ganze noch ein bisschen effektiver zu gestalten, schnappt ihr euch einfach in eurem Hotelzimmer ein Handtuch und rollt es zusammen. Das legt ihr dann auf den Boden, stellt euch mit dem Standbein drauf. Vorsicht, es ist alles ein bisschen instabiler, aber dafür umso effektiver. So, die nächste Übung nennt sich modifizierter Superman und konzentriert sich auf die Muskelpartie vom Rücken. Im Prinzip ist das Ganze ganz einfach. Ihr schnappt euch wieder euer Handtuch, legt es im Hotelzimmerboden aus und legt euch dann bitte auf den Bauch rauf. Dann beide Arme im rechten Winkel von euren Schultern hoch, abstrecken, vom Boden heben, gleichzeitig die Beine dazu und dann ist auch schon ein bisschen Zug auf dem Rücken. Kümmern wir uns nun um unsere Oberarme und zwar mit der Übung Bizeps Curls. Ja, ihr wisst natürlich alle, was das genau ist, aber wie mache ich das auf einer Geschäftsreise im Hotelzimmer? Ganz einfach. Als Gewicht dient hier entweder eine Wasserflasche oder ihr nehmt einfach euren Trolley. Das Gute daran ist, je nachdem wie viel ihr in eurem Trolley habt oder wie viel ihr rausnehmt, könnt ihr das Gewicht anpassen. Ein paar Dinge gibt es, auf die wir achten sollten bei dieser Übung. Als allererstes stehen wir bitte aufrecht, schulterbreit da. So, und dann ist es immer wichtig, dass der Ellenbogen an der gleichen Stelle bleibt, bei der kompletten Übung. Ganz egal, ob ihr nun die Wasserflasche in der Hand haltet oder euren Trolley. Dann den Arm nach oben nehmen, kurz halten und wieder runterlassen. Wichtig, die Spannung im Unterarm sollte immer beibehalten werden. Kommen wir nun zu einem echten Klassiker, die Liegestütz. Die trainiert vor allem eure Brustmuskulatur und kann entweder ganz klassisch auf dem Boden stattfinden oder aber ihr nutzt euer tolles Bett aus und stützt euch direkt am Rand des Bettes ab. Das heißt, in dem Moment bekommt ihr zwar ein bisschen mehr Instabilität, aber das wiederum macht die Sache noch interessanter und effektiver. Als erstes stützt ihr euch ein bisschen breiter als schulterbreit mit euren beiden Händen auf der Bettkante ab und achtet darauf, dass ihr Spannung auf dem Körper habt und dass eure Rückenlinie gerade ist. So, nun lasst ihr euch ganz klassisch nach unten ab und wieder nach oben. Achtet aber bitte darauf, dass eure Ellenbogen nicht im 90-Grad-Winkel sind, sondern ruhig ein bisschen drunter sind. Die nächste Übung sind diagonale Crunches und die trainieren natürlich unsere Bauchmuskulatur. Dafür legen wir uns aufs Bett. Nun winkelt ihr eure Ober- und Unterschenkel im 90-Grad-Winkel an, verschränkt eure Arme hinter dem Kopf und bewegt dann langsam den rechten Ellenbogen zum linken Knie und den linken Ellenbogen zum rechten Knie. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass euer Körper sich jeweils in die richtige Richtung mitdreht. Gerade für Geschäftsreisende, die viel mit der Bahn, dem Flugzeug oder dem Auto unterwegs sind und auch sonst sehr viel sitzen müssen, ist es besonders wichtig, sich ab und an immer mal wieder zu dehnen. Und wie das richtig funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die erste Dehnübung zielt auf den kompletten Rücken ab und ist relativ einfach. Ihr beugt euch einfach nach vorne und lasst dabei eure Arme hängen. Jetzt verschränkt ihr eure Arme hinter eurem Kopf und bitte achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr an eurem Kopf zieht, sondern lasst die Ellenbogen einfach nach unten hängen. Die nächste Dehnübung öffnet eure Brust und ist im Prinzip das Gegenteil zu dem, was man den ganzen Tag macht, wenn man vor einem Laptop sitzt. Hierzu streckt ihr eure Arme über den Kopf und senkt sie dann seitlich zum Körper wieder ab. Hierbei achtet ihr bitte darauf, dass die Finger alle gespreizt sind und ihr dann die Schulterblätter hinten schön zusammenzieht. Für die nächste Dehnübung setzen wir uns wieder aufs Bett. Wichtig ist hier, dass wir aufrecht sitzen. Nun nehmen wir ein Bein, winkeln es an und legen den Fuß auf das entgegengesetzte Knie und können dann mit der Handfläche auf das angewinkelte Knie langsam Druck ausüben. Nach ein paar Sekunden wechseln wir einfach das Bein.
So, ihr Sportskanonen, das war's eigentlich von mir gewesen zum Thema Sportübungen direkt auf dem Hotelzimmer. Aber falls ihr noch mehr davon haben wollt, dann schreibt das einfach hier in die Kommentare und lasst auch gerne ein Like da. In der Zwischenzeit gehe ich nochmal eine Runde joggen. Ciao.